Probleme, dass man in Dijon das Rennen abgebrochen hat, ist um sein Ziel gebracht worden. Für ihn ist es wichtig, jetzt Punkte zu sammeln, damit er am Endergebnis noch bei der WM ein Wörtchen mitzureden. Er ist auch nicht mehr bei Piquet zu sehen. Da ist schon passiert. Tatsächlich. Feines gehört. Heute mal ein kapitaler Motorschaden, man sieht die blauen Rauchwolken. Das ist wirklich zu ärgerlich, denke ich. Jetzt ist das passiert, womit er eigentlich bei anderen gerechnet hat. Genau. Er wollte eigentlich auf Ankommen fahren. Piquet ist mächtig dran bei ihm. Arbeiten, wenn wieder eine Attacke starten wird, weil hier ist er als Ausbremskünstler bekannt. Jetzt ist er, hat er es geschafft. Sehr gut. Also was Charrier hier mit dem Osella macht, einem Fahrzeug, das beispielsweise Gabbiani nicht unter die 24 Qualifizierten gebracht hat, das ist schon erstaunlich und aller Ehren wert. Er hat schon mehrfach gezeigt, was er kann. Er wird natürlich besonders jetzt seine Wut im Bauch auslassen, denn er hatte ja gehofft, als Franzose auf den leeren Platz von dem Chabouille-Auto zu kommen, der den Talbot gefahren hat, der musste aussteigen. Man sieht jetzt, wie der Abstand sich wieder verringert hat von Prost auf den führenden Jones. Und wie bereits erwähnt, Chagé glaubte fest, als Franzose in das Auto hineinzukommen, und hat ihn dort ausgebotet. Und dann wird er jetzt die ganze Wut im Bauch freilassen, um zu beweisen, hier bin ich, ich habe doch eine Berechtigung zu fahren. Jetzt Piquet optimal aus dem Windschatten herausgezogen. Jetzt kommt bloß die Frage, wer bremst später? Piquet auf der besseren Innenlinie und es hat geklappt. Aber man sieht auch an dem Schlenker von Prost, wie spät beide gebremst haben, wirklich absolut am Limit gefahren. Man hat sicherlich Piquet signalisiert, mach Dampf, du hast Chance, auf den Jones noch aufzuholen. Und der kleine Brasilianer mit dem unheimlichen Kampfgeist, der wird jetzt alles möglich machen, um Jones noch zu erwischen, um eine Revanche zu nehmen. Das wäre ja ein Riesending, wenn das noch ein tolles Finish geben würde. Im Moment also die ersten drei, Jones, Piquet und dann Prost.